Ahoi Leute, willkommen zum nächsten Part vom Tidequest Multiplayer Let's Play Part 95, diesmal mit Chantal, LaFishy, dem Doge, weil wir wieder einen haben. Wir gehen jetzt hier erstmal auf das Scheiß-Turn, verprügeln hier jeden Gegner und naja, das ist jetzt der dritte Part in Folge und das wird wahrscheinlich auch erstmal der letzte wieder sein. Wie immer halt drei Parts aufgenommen und dann reicht auch erstmal wieder. Nicht wie immer, wir haben es auch schon ein paar Mal öfter gemacht. Ja, wir versuchen halt immer so drei Parts im Voraus aufzunehmen, also die ganze Woche im Voraus aufzunehmen und dann reicht es halt auch erstmal wieder. Ja, falls wir es dann hochladen können, falls du dein Internet mal wieder nicht hast. Ja, also Freddy hat mich gerade daran erinnert, dass ich es vielleicht doch schaffe, weil ich ja erst am 16. Internet kriege und der 16. ist erst der Dienstag. Nice Scheiß. Übrigens, falls dich jemand interessiert. Payday war übrigens unter den 10 meistgespielten Spielen dieses Jahr. Ja, wegen mir. Nein, wo die meisten Spieler mitspielen. The Binding of Isaac Rebirth übrigens auch. Auf Steam. Also, ich rede gerade von Steam-Zahlen. Da unten liegt noch Herzblatt der Furie für dich. Ja, sehe ich auch gerade. Die habe ich nämlich... Schatz! Bitte. Sorry, dass es im Hintergrund die ganze Zeit knistert. Bei mir nicht. Meine Freundin räumt die ganze Zeit irgendwas auf. Ja genau, guck bei Freddy. Was? Nein! Dann kriege ich ja noch weniger Aufrufe als sowieso schon. Hallo Jörg. Also, ich verstehe schon, warum ich diesen Monat irgendwie nur 79 Aufrufe hatte, weil... Freddy, wohin willst du? Achso, Herzblut der Furie. Weil diesen Monat halt fast nichts gekommen ist. Was habe ich diesen Monat rausgebracht? Ein bisschen Titan Quest? Wo lag das Teil? Weiß ich nicht mehr. Ja, das war's bisher, ne? Ein bisschen Titan Quest. Oh Gott, ich bin tot. Aber nicht viel, also nicht mal volles Titan Quest. Also du hast ein bisschen Titan Quest hochgeladen. Nur zwei Parts. Meat Boy hast du Meat Boy hochgeladen? Nee, Meat Boy ist durch. Aber in den letzten 30 Tagen noch nicht. Doch, klar. In den letzten 30 Tagen hast du mindestens den letzten Part hochgeladen. Nein, ich glaube, ich war vorher fertig. Ja, glaube ich nicht. Wieso bist du gestorben? Weil die ganzen Leute mich angegriffen haben und ich alleine war. Und mein Charakter sich so dachte, ne, also gegenheilen, ne. Überbewertet, ne? Warum machen die so viel Schaden? Weil es Hurensöhne sind. Ja, naja, soll passieren, dass es Hurensöhne sind. Was machst du da? Oh, meine Freundin klettert unter meinen Schreibtisch. Ah, nein, hör auf. Aua. Können wir da nicht hin? Wo? Da unten, wo diese Falle ist. Ah, oh, danke. Kipp's weg. Da unten waren wir sozusagen schon, wir haben nur die Falle ignoriert. Na, wir nicht. Die hat dich 100% kaputt gemacht. Oh, meine Nase juckt, ist das ekelhaft. Ja, guck mal, ein Stun. Dein Stun macht, glaube ich, sogar Schaden. Nee. Sah nur so aus, weil ich gleichzeitig Schaden gemacht habe. Also hier ist auf jeden Fall das nächste Hades Leuchtfeuer. Also ich versuche nachher mal mit Kirschi auf den TS zu kommen. Das Problem bei ihm ist nur, dass sein Internet momentan so abfuckt, dass er überhaupt keine Lust zu gar nichts am Computer mehr hat. Wir wollten ja eigentlich auch Sims aufnehmen. Sein Internet ist schlechter als meins momentan. Ja, ist schlechter als meins. Nein. Also er meinte, er hat jetzt eine 900er Leitung. Ja, Schatz, es geht schlechter als mein Internet. Ich bin ich habe gestern getestet und ich war auf Platz 16.425 von 16.900 oder so. Ne, von 16.500 noch was. Also ich war nur 100 Plätze vor dem letzten. Von daher sollte man mir das... 1000 Plätze oder so. Nein, 1000 Plätze waren es in der Woche. Verlier den Zettel nicht. Nein, verliere ich nicht. Ja, ich war auf jeden Fall nicht unter 1000. Also ich war auf jeden Fall... Ach du! Ja, nee. Du warst ja höher als ich auf jeden Fall. Oh, Alter, diese Teile machen mich fertig. Ja, voll heftiger Bass auf jeden Fall. Die explodieren halt. Hast du auch diesen krassen Effekt, dass deine BAM alles. Ja. Übrigens, falls einer von euch mir ein gutes Paar Kopfhörer empfehlen kann, das man auch relativ preisgünstig erwerben kann, käuflich, dann möge er mir doch mal Bescheid sagen, denn ich bin momentan auf der Suche. Na Jörg, hast du einen Vorschlag? Ja, genau. Ich hatte halt überlegt, ob ich mir das G35S hole mit
Halt ohne Gezuppel jetzt, ohne Kabel. Ja, Wireless. Das G930. Okay. Ja, habe ich mir überlegt, ob ich mir das hole, aber ich dachte mir, ah, dann kannst du ja auch ein Bose-Headset holen. Ja, also wenn du kein Mikrofon brauchst, dann würde ich auf jeden Fall... Ich will ja kein Mikrofon haben. Ja, also dann würde ich mir Bose-Kopfhörer so holen, weil die haben besseren Sound wahrscheinlich. Haben einen geileren Klang auf jeden Fall, ja, aber sind halt auch arschteuer. Ja, aber du bist doch Gärtner, Richard. Ja, genau, ich habe kein Geld. Gut erkannt. Ab nächsten Monat noch weniger. Du hast Gärtnergold. Gärtnergold. Oh mein Gott, 3 Stück von dem blauen. Ja. Der erste hat mich gleich down. Der erste hat mich down. Hilfe, heal irgendwas. Nein, oh mein Gott. Ich muss mir gerade mich selber healen, sorry. Ja, ich renn schon weg. Ich renn dir gerade hinterher. Mein Kampfstandarte. Things, do them. Scheiße, Alter. Ein Arsch voll Schaden. Ich muss sagen, so WoW oder sowas wäre überhaupt nichts für mich. Wollen wir WoW spielen? Ich habe einen eigenen Server. Unbedingt. Ich weiß, dass du einen eigenen Server hast. Aber da muss man ja noch... Ach, das liegen Mechanikteile für dich. Da muss man noch mehr Tasten drücken und noch konzentrierter sein. Nein, eigentlich nicht. Ist überhaupt nichts für mich, Alter. Also für mich ist es wirklich so, Borderlands ist so mein Spiel. So von einer... Wenn du Bock hast auf das Spiel natürlich nur. Ich habe momentan halt echt überhaupt keinen Bock zu irgendwas. Ich bin am liebsten einfach am Videos gucken. Muss ich ehrlich sagen. Oh, guck mal, ich habe einen blauen rausgepult. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, fuck. Nein. Komm her. Stun, stun, stun. Ja. Lass nicht zurück in der Gruppe laufen. Er ist tot. Er ist tot, Jim. Da ist noch ein blauer drin. Na komm, die kriegen wir auch so. Da sind noch 2 drin. Echt, noch 2? Ich hab gerade erstmal versucht, den hier rauszupullen. Oh, 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 scheiße. Der Stun war eine schlechte Idee. Ich gehe auf den blauen, ne? Ja, ich versuche hier irgendwie zu überleben. Oh, der andere blau ist direkt auf mich gechartet. Du bist tot? Ja, bist du, okay. Alle bis auf den blauen tot. Das sah jedenfalls so aus. Ah, ich hab mich geheilt. Alter, das ist einfach so krass. Okay, ein blauer ist tot. Beide blauen sind tot. Boah, Alter. Also, die Waffen nehmen wir natürlich nicht mit, die hier zuhauf stehen. Nein, nein, das wäre viel zu sinnvoll. Ja, ja. Wäh, wäh. Das ist ein Axt, wäre geil. Ja. Oh, fuck. Oh mein Gott, schon wieder! Ja. Hab mich auch gerade richtig erschrocken. Fuck! Ich heile noch einen Schaden. Ein Arschfeuer. Wenn du arg warst, dann... Genau. Genau, renn doch in mich mit rein, damit ich mit Schaden bekomme. Ja, ja, das war geplant. Richtiger Assi ist er. Moment mal. Zurück, zurück. Wir haben die eine ja, Brücke noch nicht. Ja, da war noch eine Quest drauf. Ja, deshalb will ich ja zurück. Ja, ich auch. Die ist zwar arschweit weg und wir schaffen das vielleicht nur noch in diesem Part, aber dann haben wir wenigstens die geschafft. Ja, wie lange geht der Part schon? Bestimmt schon 8 Minuten. Oh, hast recht. Ich bin gut. 8 Minuten geht er jetzt gleich. Mal eine Brücke... Dauert jetzt nicht so lange. Hoffentlich, wenn sie nicht ganz allzu groß ist. Naja, die Quest, ne? Die könnte auch noch lange dauern. Komm, geh da hoch. Das Problem mit Titan Quest ist immer, dass man nicht weiß, wo man weitergeht. Die Musik ist gerade äußerst schön. Ist so ein bisschen die Musik aus dem Startbildschirm, nur halt ein bisschen anders. Bisschen epischer. Ja, genau. Hast du die auch gerade? Mhm. Ich finde die schön. Ich mag Spiele mit Musik. Deshalb habe ich auch. Jedes Spiel hat Musik. Ja, aber viele haben die halt nur sehr selten, wie Minecraft zum Beispiel. Deshalb habe ich Gronkhs Let's Play immer gefeiert, weil der ja am Anfang Musik reingeschnitten hat, die sogar zur Situation passte und dann halt am Ende nur noch eine Playlist hatte, die lief, aber die auch ganz schön war. Ich habe nur noch 14 Heiltränke. Ich habe nur noch 49. Nur noch 49? Der Dusion dauerhaft hier, dich nicht. Okay, das ist ein. Ein Harpien viel da oben. Einen dauerhaften Heal, dafür muss ich auch die ganze Zeit Energietränke schlürfen. Und? Ja, ein Harpien viel. Lass uns erstmal eins rauspullen. Also lass uns erstmal das da anpullen. Weil die anderen gehen mir hart auf den Sack. Mach eine Kampfstandarte. Muss ich erstmal finden, weil die auf der Null liegt.
Boah, die Null, ja, da liegt bei mir Eichenherz halt. Ja, ich habe meine anderen beiden schon ausgelagert auf die zweite Fähigkeit, nice. Ja, ich habe so zum Glück nicht so viele Fähigkeiten. Ja, das Feuervieh. Ich hasse diese Fuckviecher, Alter. Die machen so enorm viel Schaden. Oh, die anderen bin ich im Moment, dass ich falsch starte. Jetzt habe ich gestunt. Ich habe gerade sich nur Blitzpulver gemacht, ne? Ja. Ja, das ist das Problem, wenn die beiden Fähigkeiten so nah nebeneinander liegen. Ja. Ich finde die Maus, die Zombie hat ganz cool. Die Riku ist das, glaube ich. Die hat ja eine 10er-Tastatur auf der Seite. Ja, sowas finde ich doch nicht geil, also. Ich glaube nicht, dass ich damit umgehen könnte, aber ich finde es ganz cool vom Prinzip her. Ja, so einiges von Logitech auch. Ja, ich weiß, diese, ja. Ja, so die WoW-Maus. Jeder Gaming-Hersteller hat so eine Maus im Angebot, aber ich finde die jetzt nicht wirklich praktisch, weil... Ich glaube, die von Logitech wäre mir zu riesig. Das ist ja so eine richtig riesige. Hm. Ja, so... Oh, Eisfeuer-Spieß. Moment, du bist doch Magier, ne? Nein, du bist doch Speerkämpfer. Ich habe einen Speer gerade gefunden. Oh, nice. Aber ich gebe ihn nicht auf der Brücke, weil ich Angst habe, dass er runterfällt. Gute Idee, Freddy. Alter! So wie die, meinst du? Ja. Ich glaube, die Brücke ist schon ein bisschen größer. Ja, aber trotzdem. Nein, ich meine einfach nur, weil du sagtest, die Brücke wird schon nicht so groß sein. Nee, das ist eine andere Brücke. Das ist, ja, aber es ist halt immer noch dasselbe Gebiet, sage ich jetzt mal. Ja, aber es ist eine andere Brücke, das heißt, ich hatte recht. Mimi. Oh, hier geht's wieder runter. Moment. Ja, aber da hinten können wir auch noch lang. Hä, ich hätte mir auch hochgehen können. Ja, klar. Die hängen halt alle so ein bisschen zusammen. Finde ich eigentlich ganz cool vom Prinzip her, dass man so über ein paar Brücken gehen kann. Das erinnert mich an Sacred, die Baumhäuser. Ja, die ganz scheiße. Ja, vor allem, wenn er so starke Gegner, Alter. Vor allem, Sacred in Underworld ist ja genauso in dem Add-on. Also das Hauptspiel ist ja nicht so schwer, aber... Hier das Add-on ist einfach so übertrieben. Ja, und dann hier im Hades, Alter, bam, tot. Ja. Bei Sacred Underworld ist genauso. Oh ja, das macht aber schon für Abarm tot. Was? Ja, bei Sacred muss man ja fürs Add-on, also man spielt das Add-on ja getrennt sozusagen, muss man Level 28 sein? 25. Ja, irgendwie sowas jedenfalls muss man das Level halt erstmal für haben und es ist halt eine nahtlose Anknüpfung an den ersten Teil. Ist eigentlich sehr schön. Ich finde die Story von Sacred auch extrem schön. Ja, ich habe mich mit der Story eigentlich nie so befasst, weil... In den Rollenspielen ging es mir einfach damals immer einfach alles kaputt zu prügeln und so ein Scheiß. Ja, Spaß gemacht. Aber die Story hat mich damals eigentlich so nie interessiert. Mich schon halt immer. Ich bin halt echt ein sehr storyliebender Mensch. Deshalb finde ich Borderlands auch eigentlich ziemlich geil, weil man halt eine Story hat. Ja, eine lustige Story. Ja. Das ist eigentlich so das Wichtigste an Spielen, die Story und dass sie Witz haben. Spiele, die sich selber viel zu ernst nehmen, mag ich nicht. Was wie Call of Duty? Ja. Ja, Call of Duty nimmt sich selber viel zu ernst. Ja, das war mal eine gute Schockwelle. Halt ja, so bei... wie heißt der Scheiß jetzt nochmal? Bei The Last of Us, das Spiel muss ich einfach ernst nehmen, weil es ist halt eine ernste Lage. Und Borderlands ist halt einfach... Ja. Ist schon lustig, ne? Fleischfahrrad. Siehst du, das könnte wieder original eine Anspielung aus Borderlands sein. Das ist eine Anspielung auf Borderlands. Ernsthaft? Ja, das sagen die Psychos manchmal. Okay, habe ich nie gehört. Ja, du achtest ja auch nie auf die Story. Du achtest ja immer nur auf deine scheiß sprechende Waffe. Oh, die ist so nervig. Falls ihr nicht wisst, worüber wir reden über The Boner? Oh, fuck mal, The Bane. The Bane, ja genau. Ich bin schon wieder fast tot. Das ist ein bisschen scheiße, ne? Was? Wir beide haben kein Leben. Wir müssen einfach in einer Kampfstandarte kämpfen. Weil die echt extrem gut ist. Ja, ich habe eine höhere Ablenkzeit als mein Stun, also. Ja klar, weil die halt echt OP ist. Naja, sie ist nicht OP, sie ist ganz gut, aber... Sie macht uns gleich mal 10 Nummern besser. Ja, hat bei Typhus nicht so viel gebracht. Er hat uns trotzdem gewonnen. Typhus hat das Ding kaputt gemacht. Ja, stimmt. Er ist einfach hingegangen. Nein, er hat einfach sein Feuerteil gemacht. Einfach alles hat er verbrannt. Ein Kampfstandard war immer dabei. Ja, oh, hier ist der Brunnen. Wie lange haben wir noch?
Weiß ich nicht, guck mal kurz. Und lass uns mal oben das Lager nochmal kurz klären, das wird ja nicht so groß sein, wenn hier der Brunnen ist. Noch 5 Minuten. Ja, dann lass uns hier das Lager noch klären, dann müssen wir durch sein. Da oben geht's auch noch weiter. Da oben, links daneben ist auch noch eins. Ich hab nur noch 10 Heiltränke. Das war das Lager dann? Dann können wir das nächste auch noch klären dahinter. Ja. Also, es ist ein Weg noch zu einem größeren Lager. Dann kriegen wir das nicht mehr. Solange keine blauen drin sind, ist nur alles gut. Solange nicht wieder so eine Überzahl von Legenden drin ist, ist noch alles gut. In Grimdawn kann man so Waffenstände manchmal auch aufmachen. Also was ist das denn da hinten? Das erinnert mich total an Oblivion. Ja, das sieht aus wie eine Mauer. Ja. Ich weiß, dass damals mein Oblivion-Portale in meinem gemoddeten Oblivion-Playthrough. Ja, wo du dann auch den blauen Himmel hattest. Also super. Ich fand das echt cool. Und ich wollte immer Quatsch aufbauen, aber ich hab's nie geschafft. Naja, du hast das Let's Play auch nur mit der Hauptquest gemacht, leider. Ja, weil irgendwie hatte ich keine Motivation. Also es hat mir keinen Spaß irgendwie gemacht. Ja, ich hätte viel Spaß gehabt an einem längeren Oblivion Let's Play. Ja, aber Skyrim natürlich nicht, weil Skyrim ist ja doof. Nee, das hätte ich, also das muss ich ja selber machen. Ich habe da keine Ausdauer zu. Du kennst also mich doch. Du hättest Spaß dran gehabt, wenn ich eins mache, oder? Ja, genau. Ich hätte Spaß dran gehabt, wenn du eins machst. Und Oblivion ist auch viel kleiner als Skyrim. Ernsthaft. Nein, nee. Ich habe Oblivion, habe ich alles gemacht. Ich habe in Oblivion alle, nee, bis auf die Diebesgilde habe ich alle Gilden gemacht. Ich habe alle Quests gemacht, die es gab. Mit dem besonderen, also mit dem Addon auch dazu. Und es hat nicht so lange gedauert, wie ich schon Skyrim spiele. Ja, du hast das Skyrim noch gar nicht so lange gespielt, meinst du? Du hast nur einmal angespielt, dann ging es nicht mehr. Ich habe es auf der Xbox mal ein bisschen länger gespielt. Bis zum dritten oder vierten Drachen. Und das hat länger gedauert als mein gesamtes Oblivion-Zeug. Was? Ja, ernsthaft. Nur unsere Kampfstandarte, ich bin gestorben dadurch. Ja, die Kampfstandarte ist dadurch auch gestorben. Ja, oh, da ist ein Blauer! Ja, deshalb bin ich auch gestorben, also. Das war nicht so schön. Bis dann. Also, wenn wir zu zweit irgendwo raufgehen, dann sind die schon ziemlich schnell tot. Mhm. Wir sollten nicht mehr ganz so weit gehen. Müssen wir im nächsten Part wieder alles erkunden. Ja, wollen wir jetzt beenden? Ich glaube, wir müssen noch 2 Minuten. Ja, komm, dann gehen wir zurück zum Brunnen beenden, oder? Und ich muss jetzt mal schon mal hin zu sperren. Ja, wir müssen noch 2 Minuten, 11 Sekunden, also. Warte. Oh. Entschuldigung, das war gerade ein bisschen lauter für meine Abonnenten. Hoffe ich doch. Ich habe nämlich gerade gegen das Mikrofon geschlagen, einfach. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.